Hier die Trio Riesenfontäne von Weco Feuerwerk. Die möchte ich heute testen. Mir ist noch nie ein Video von der untergekommen. Habe ich wirklich noch nie was gesehen. Bin deshalb wahnsinnig gespannt. Hier steht erstmal Dreifachfontäne drauf. Hier eine kleine Effektabbildung. Sieht auf jeden Fall vom Effekt ganz interessant aus. Auf jeden Fall sehr, sehr groß sieht es aus. Hier noch ein paar Daten, die stehen aber auch auf der Fontäne selbst drauf. Und hier ist die Fontäne. Erstmal im Vergleich zur Verpackung schon einiges kleiner, also eine große Mogelpackung. Und ja, Trio Riesenfontäne. Hier die Angaben. Die BAM. Hersteller HC China und natürlich Importeur Wilko. NEM beträgt 27,25 Gramm, ist für so ein Riesending nicht viel. Zum Vergleich jetzt hier mal die Chrysanthemenfontäne, auch von Weco. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, das ist schon ein Unterschied. Und diese Chrysanthemenfontäne hat eine NEM von 31,6 Gramm, wie man jetzt leider nicht so gut sieht. Doch, jetzt sieht man es. Und diese halt, wie gesagt, 27, also fast 5 Gramm mehr und viel, viel kleiner. Wenn man jetzt hier mal ein bisschen das Papier wegmacht, sieht man, dass dort eine etwas kleinere Fontäne ist, ein kleinerer Pfeifsatz. Wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, und dann eine größere Fontäne. Und wenn man sich jetzt mal die größere Fontäne anschaut, die ist genauso groß. Also, vom Effekt her bin ich jetzt wirklich gespannt. Habe ich aus dem Dragonfly Sortiment. Und ja, wie gesagt, ist mir noch nie untergekommen, nie ein Video gesehen. Deswegen werden wir die jetzt testen. So, wir testen jetzt die Trio Riesenfontäne. Und ich bin, wie gesagt, wirklich gespannt, wie sie ist. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist die Anzündung da drüben. Und dann, ja, los geht's. Sehr, sehr schön. Also wirklich toll. Lange Brenndauer. Ich glaube, das waren jetzt fast 40, 50 Sekunden. Und am Anfang sowie am Ende ein schriller Pfeifton und dann immer bunte Funken und zwischendurch immer Silberfunken. Also wirklich schön, wenn ihr die mal irgendwo in dem Sortiment seht. Kauft das Sortiment, wenn es nicht zu teuer ist. Und ich wünsche euch noch einen schönen dritten Advent. Tschüss.